Hallo zusammen. Eine überschaubare Runde. Ich begrüße auch Halil ganz herzlich zur PK vom Spiel morgen in Leipzig. Ja, wer mag anfangen? Wolfgang. Ja, Halil, wie siehst du eigentlich gerade deine Rolle? Ich meine, du wirst selber wahrscheinlich auch nicht zufrieden sein. Wie siehst du deine persönliche Situation derzeit? Ja, natürlich ist es für mich nicht befriedigend. Ich wünsche mir schon ein paar Einsatzminuten mehr. Aber ich habe vollstes Vertrauen in unseren Trainerstab und bin auch überzeugt, dass die auch sich für die Aufstellung entscheiden, was momentan für die Mannschaft am besten ist. Wenn du vielleicht mit dem Trainer so sprichst, was kommt da, was sagt er, wo fehlt es noch momentan? Also so genau detailliert haben wir über meine Situation jetzt nicht gesprochen, weil es auch nicht im Vordergrund steht. Jeder, der mich kennt, weiß genau, dass ich mich immer dem Erfolg unterordne und ich biete mich jeden Tag an und bin auch gut drauf und bin auch überzeugt, dass ich die kommenden Wochen auch mehr Einsatzminuten bekommen werde. Ein anderes Thema bei diesem Leipzig-Spiel ist, dass die eingefleischten Fans dieses Spiel boykottieren. Wie steht da die Mannschaft dazu? Natürlich respektieren wir das, ihre Sichtweise. Ist auch auf einer Seite verständlich, aber trotz allem geht es da um sehr, sehr wichtige drei Punkte und da brauchen wir schon jede Unterstützung. Es werden übrigens auf jeden Fall knapp 600 Karten sind hier in Augsburg verkauft für das Spiel. Wie siehst du Leipzig, wie schätzt du die Leipzig ein? Also eine sehr, sehr interessante Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern gespickt und die in der Offensive sehr, sehr viel Geschwindigkeit und sehr, sehr hohe Qualität haben und die Ergebnisse sprechen ja auch für sie. Hättest du das so von Anfang an erwartet, dass Leipzig gleich mal so durchstartet als Aufsteiger? Ja, ich meine, wir haben erst 5 Spieltage gespielt und die Saison ist noch lang und da weiß man nie, in welche Richtung es wirklich geht. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut und ehrlich gesagt habe ich mir nicht so viele Gedanken über Leipzig gemacht, ob sie so gut starten oder nicht. Also hast du dir wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht, wie Augsburg den Leipzigern begegnen kann und wie geht es am besten? Ja, definitiv. Wir wissen, dass wir den Leipzigern nicht so viele Räume geben dürfen, weil sie nun mal mit sehr vielen schnellen Spielern agieren und wir müssen gut stehen, das Leben schwer machen, vielleicht so ähnlich wie in Leverkusen und dann auf gute Konter arbeiten und da bin ich überzeugt, dass wir da auch eine gute Rolle spielen können. Bisher 7 Punkte, FC Augsburg ist relativ gut. Man hat schon mal 9 gehabt in der Saison 2013-14. Ist die Mannschaft so in der Zeit auch mit der Punkteausbeute zufrieden oder hat man gesagt, es wäre mehr drin, es wäre mehr möglich gewesen bisher? Ja, wenn und aber. Natürlich, wenn wir uns anders verhalten hätten oder wenn wir ein bisschen anders agiert hätten, hätte man vielleicht auch 2 Heimspiele nicht hätte verlieren dürfen, wie auch immer. Aber ich bin der Meinung, dass wir einen guten Start hingelegt haben mit einem neuen Trainer, was halt auch so ein bisschen seine Zeit braucht und gewisse Umstellungen da sind. Wir sind meiner Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie steckt hier gerade die Verletzungen weg? Kayubi, Bobadilla, es ist vor allem immer langwierige Verletzungen. Chor ist ja nicht einfach. Ja, wenn man sich die letzten beiden Spiele anschaut,
haben wir es bis dato sehr, sehr gut gemacht. Wir haben aus 2 Spielen 4 Punkte geholt und 2x0 gespielt. Und bis jetzt hat es sehr, sehr gut geklappt. Aber das heißt nicht, dass es die nächsten Spiele auch so sein muss oder sollte. Wir haben einen großen Kader und haben auch in der Hinterhand noch viel Qualität. Und wer uns Augsburger kennt, weiß auch genau, dass wir geschlossen im Zusammenhalt nur erfolgreich sein können. Und demnach verhalten wir uns auch. Da spielen die Namen keine große Rolle. Der Trainer gibt die Aufstellung immer relativ spät bekannt. Wie ist das für euch oder wie ist das für dich? Würdest du lieber haben, dass es früher bekannt gibt, die Aufstellung, dass es schon einen Tag vorher sagt? Oder ist es doch so, dass man dann dass er die Spannung einfach hochhalten will und das ihr für euch auch okay ist? Ja, jetzt in dem Profigeschäft ist es ein Tick ungewohnt, aber mir persönlich macht das gar nichts aus. Ich bereite mich für jedes Spiel gleich vor, egal ob ich spiele oder nicht, ob ich das vorher weiß oder nicht. Und bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Verletzungsmisere, das waren schon brutale Fouls, oder? War es Ober bei 2 Fällen mindestens, also bei Chor und bei Oberdia vielleicht auch? Ja, sowas kommt natürlich immer wieder mal vor. Wir ist ein Kontaktsport und mit viel Tempo, Aggressivität und Leidenschaft wird es ausgeübt. Und natürlich ist es für uns ein bisschen unglücklich gelaufen, dass es jetzt 2, 3 Spiele hintereinander jeweils ein Spieler Langzeit verletzt raus musste. Aber es gehört nun mal dazu. Okay. Dann tauschen wir und ich hole den Trainer. Danke.